Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute mit mir Maxi, hallo. Hi. Wir sind heute wieder in Ginsheim, nachdem der Park jetzt wochenlang Corona-bedingt geschlossen war. Ja, es ist sehr voll. Es sind heute sehr viele junge Skater da. Und um den Videos so ein bisschen frischen Wind einzuhauchen, geht es heute darum, die jungen Skateboarder mal ein bisschen zu begutachten. Dann gucken, was der Nachwuchs so kann. Heute werdet ihr weniger Skate-Content von uns beiden alten Hasen sehen, sondern mehr von dem Skate-Nachwuchs. Viel Spaß, wenn ihr besondere Videoideen habt, wenn ihr irgendwas Spezifisches sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Viel Spaß. Hi, ich bin Finn, ich bin 12 Jahre alt, skate seit letztes Jahr, September ungefähr. Fast erst ein Jahr, nicht mal ein Jahr. Ja. Ich schwöre, ich kann dir Clips zeigen. Krass. Ich for real. Hi, ich bin Bennett, ich fahre jetzt seit Dezember, aber ich hatte eine lange Pause, deswegen fahre ich jetzt ungefähr so seit 2 Monaten. Wie alt bist du? Ich bin 12. Ja, ich bin der Felix, bin 17 Jahre alt und skate 2 Jahre und ich bin der Einzige hier mit Helm. Der einzig Vernünftige. Hey, ich bin der Maxi. Ich skate seit 14 Jahren, aber ich habe zwischendurch mal eine Pause gemacht. Und abonniert ihr die. Zum Glück hast du einen Helm an. Ja. Nice, Alter, was? Hi. Habt ihr irgendwelche Tipps für Anfänger-Skater? Auf wie man am besten Tricks lernt, wie man Boardgefühl aufbaut? Immer JD gucken, der macht gut. Ja, Mann, nice. Von den Großen was abgucken, einfach committen. Einfach nur ans Committen denken. Wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Geheimnis? Ja, ich hab's mit YouTube gelernt. YouTube-Videos schauen, bisschen Tutorials anschauen, dann nachmachen, Versuch. Und dann einfach committen. Ja. Ja, nice. Und bei dir? Ja, also ich habe mir einfach Tipps geben lassen von besseren Skatern als ich. Also, und dann haben wir noch ein paar YouTube-Tutorials angeguckt. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße meine Mutter. Das ist süß. Nice!
Finn, hast du einen Tricktipp für einen Fakey Trail für Yannick? Ich weiß nicht, ich kann die selber nicht clean. Perfekt. Perfekt. Ja. Ja, also dann so viel zu dem Video. Ich als alter Herr muss mich jetzt dehnen. Die Jugend wahrscheinlich nicht. Ja, ihr habt gesehen, man kann, wenn man früher anfängt und es wirklich durchzieht, schön committed, sich was traut, dann kann man auch sehr schnell Fortschritte machen. So schnell, dass man als Skate-Anfänger dann eventuell sogar besser fährt als jemand, der 11 oder 14 Jahre skatet. Also von daher nicht aufgeben, weitermachen, viel Spaß beim Üben haben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.